Ja, heute ist was Besonderes. Heute verabschieden wir die Emma, die Lisa und die Josie vom Biblisch, Crossover. Das ist für 2 Jahre bei uns also ein Kurs, den eben Kids im Alter von 12 bis 14 machen. Und da lernen sie fast jeden Sonntag etwas Neues über Gott, über die Gemeinde und über den christlichen Glauben. Und damit habt ihr tatsächlich jetzt einiges gelernt, aber wir wollten euch jetzt noch heute für eure Verabschiedung nochmal eine Botschaft mitgeben, die ihr sicherlich schon kennt. Ich meine, sie kam jetzt hier auch tatsächlich schon vor, aber die jeder von uns eigentlich immer wieder auch hören darf und sollte. Und ich möchte davor noch kurz beten. Herr, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass wir echt von dir hören dürfen und dass wir wissen dürfen, dass du uns siehst, dass du jeden Einzelnen siehst und dass du das einfach heute auch zu jedem Einzelnen hier sprechen möchtest. In Jesu Namen, Amen. Ja, Josie, Emma, Lisa und auch jeder andere hier, für dich gilt diese Botschaft. Du bist für Gott wertvoll. Wertvoll, du bist wertvoll. Also ich hoffe, das hört sich für jeden von euch super an. Denn wertvoll zu sein, für jemanden wertvoll zu sein, das heißt, ich bedeute jemandem etwas. Du hast einen Wert. Man schätzt dich und man mag es, in deiner Gegenwart zu sein. Und so etwas spricht Gott tatsächlich jedem einzelnen Menschen zu. Du bist wertvoll. Du bedeutest Gott etwas. Er ist an dir interessiert. Er ist daran interessiert, wie es dir geht, was du gerade tust, und er möchte Zeit mit dir verbringen. Und ich bekomme das Ganze gar nicht oft so in meinen Kopf hinein, wenn ich ehrlich bin. Denn der Gott, der die Welt geschaffen hat, der wirklich das weite und tiefe Meer geschaffen hat, diese gewaltigen Berge, der so viele unterschiedliche und geniale Tiere und Pflanzen geschaffen hat und dann noch die ganzen anderen Menschen, der findet auch mich wertvoll, der findet auch mich besonders. Ich steche doch gar nicht aus diesem Ganzen heraus. Ich habe auch nichts Besonderes hier für die Menschheit geleistet. Kennt ihr das? Kennt ihr diese Gedanken, so dieses Vergleichen? Also wir haben es jetzt auch in dem Casting ja tatsächlich gesehen, auch da wurde miteinander verglichen. Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist das ein Riesenthema, das Vergleichen. Und wir lernen das tatsächlich auch ziemlich früh schon. Schon in der Schule fängt das hier an, da bekommst du Noten. Du wirst miteinander verglichen. Und dann auch in der Arbeitswelt geht es weiter, spätestens dann, wenn eine Stelle frei wird oder eine Beförderung möglicherweise ansteht. Auch dann, mögliche Kandidaten werden miteinander verglichen und letztendlich bekommt nur eine Person die Chance auf die Stelle. Auch wenn wir einkaufen gehen, haben wir so viele unterschiedliche Möglichkeiten, die wir einkaufen können. Und wir können uns sogar auch entscheiden, von wem wir einkaufen. Und im Fernsehen gibt es dann zahlreiche Castingshows, so eine, wie wir vielleicht jetzt auch gerade gesehen haben. Klar, das war jetzt sehr übertrieben und überspitzt dargestellt, aber vom Prinzip ist doch so eine Castingshow, wie wir sie im Fernsehen oft auch sehen, ziemlich ähnlich. Denn da werden Menschen nach einer bestimmten Fähigkeit oder nach einem bestimmten Kriterium verglichen, und wenn eine Person heraussticht, eben weil sie eine gute Leistung jetzt nach diesem Kriterium bringt, dann gilt sie als besonders. Und wenn sie das aber nicht tut, wenn sie keine gute Leistung bringt, dann heißt es sofort, okay, und die Person wird so abgestempelt, du bist nicht gut. Und viele, viele Menschen schauen sich solche Castingshows an, und wenn du jetzt sagst, ja, ich schaue mir sowas nicht an, dann hast du vielleicht aber irgendeinen Sport, der dich interessiert. Auch da wird wieder miteinander verglichen. Und wir Menschen ständig, wir vergleichen uns die ganze Zeit. Und auch als Christen sind wir immer wieder auch in der Gefahr, dass wir uns untereinander vergleichen. Und dieses Vergleichen, das hat eben zur Folge, dass man sich entweder, wenn man heraussticht, als etwas Besonderes dasteht, oder, wenn das aber nicht der Fall ist, was meistens eher der Fall ist, dann eben nicht. Dann geht man irgendwie unter in dieser Menge. Oder vielleicht sieht man, meint man, man ist nichts Besonderes. Man hat irgendwie ständig bei uns das Gefühl, man muss sich behaupten, man muss herausstechen, man muss gesehen werden, man muss besonders sein, man möchte wahrgenommen werden. Denn letztendlich macht man das Ganze ja auch nicht nur allein so, dass ich weiß, okay, ich bin was Besonderes, sondern man möchte auch sehen, dass andere denken, hey, du bist etwas Besonderes. Auch andere sollen das wahrnehmen, andere sollen dich wahrnehmen. Und so war das eben auch bei einer Maya. Sie wollte in diesem Casting unbedingt weiterkommen. Sie wollte herausstechen aus diesem Casting, weil ihr versprochen wurde, dass sie dann endlich etwas Besonderes ist.
Und das hat sie dann auch total mitgenommen, als andere sie nicht so toll fanden. Und sie hat sehr viel auf die Meinung auch der Jury gegeben, ob die jetzt finden, ob sie besonders ist oder nicht. Sie hat sich Bestätigung gewünscht und das leider tatsächlich auch von allen, auch denen, die ihr feindlich gesinnt waren wie die Zicken. Die Clara dagegen, die hatte einen anderen Ansatz. Sicherlich hat auch eine Clara immer mal wieder damit Probleme, sich mit anderen zu vergleichen. Ich meine, das ist irgendwie in uns drinnen. Aber sie hat diesen Unterschied gemacht, dass sie gesagt hat, ich lasse mich nicht von jedem, lasse ich nicht meinen Wert bestimmen, nicht jede x-beliebige Person, sondern vor allem war es ihr wichtig, die Bestätigung von Menschen zu bekommen, die sie kennen und die sie mögen, die ihr Bestes im Sinn haben. Und vor allem weiß sie um jemanden, in dessen Augen sie wertvoll ist und das auch immer bleibt, und zwar Gott. Und sie hat in dem Theaterstück jetzt von einer Person aus der Bibel gesprochen, die auch das erkannt hat. Und jetzt mal die Frage in die Runde, von wem hat sie wohl gesprochen? Wisst ihr das? David, genau, König David. Dieser König David hat nämlich ein Lied geschrieben, Psalm 139. Und da wollen wir heute mal noch hineinschauen. Von David, ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau her. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. David weiß, dass Gott wirklich zu jeder Zeit bei ihm ist, weil er Gott ist. Und das gilt auch für jeden Menschen, denn er ist Gott. Er kann überall sein. Er kann das auch für jede Person sein. Also deswegen dürfen wir durch die Erkenntnis, die David erkannt hat, auch selbst das für uns erkennen, dass das auch für uns gilt. Wir dürfen wissen bei all dem, was wir erleben, dass Gott uns sieht. Selbst dann in solchen Situationen, wenn wir uns von anderen vielleicht nicht wahrgenommen sehen, wenn wir uns nicht so besonders sehen, wenn wir meinen, wir stechen hier gerade nicht heraus. Für Gott, er sieht uns zu jeder Zeit und wir sind für ihn wertvoll. Er nimmt uns zu jeder Zeit wahr. Und zwar kennt er unsere Vergangenheit, er kennt eben auch unsere Gegenwart, das, was jetzt gerade bei uns los ist, und er kennt sogar auch unsere Zukunft. Und für David ist diese Erkenntnis etwas total Beruhigendes. Denn er darf sich bei Gott geborgen fühlen. Das heißt, selbst wenn ihm mal alles zu viel wird, das ganze Leben außer Kontrolle gerät, weiß er, hey, Gott ist trotzdem da. Er hat die Kontrolle und er ist an Davids Seite. Gott kennt uns ganz genau. Ja, er kennt uns sogar noch besser, als wir uns selbst kennen. Und er schreibt dann noch weiter in den Versen ab 13. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde. Kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Das ist auch für dich. Da darfst du gerne noch mal klatschen und da wird dich wissen, okay, gilt auch für dich tatsächlich. Gott spricht dir hier wirklich einen Wert zu. Und zwar allein durch diesen Fakt, dass er dich geschaffen hat. Denn alle seine Werke sind wunderbar und du bist sein Werk. Und genauso wunderbar, wie er all die schönen Tiere und Pflanzen geschaffen hat, so hat er auch dich wunderbar geschaffen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich manchmal so durch die Natur laufe,
da muss ich manchmal echt staunen. Ich finde das manchmal so gewaltig schön, wie die Natur gemacht ist, wie sie aussieht. Ich finde das so besonders. Und genau diesen Gedanken, hey, ich finde das besonders, diesen Gedanken hat Gott auch über dich. Also immer wenn du durch die Natur läufst und denkst, wow, das ist besonders, das hat Gott so gut gemacht, hey, das gilt auch für dich. Gott hat auch dich besonders gemacht. Und diesen Wert, den er uns da gibt, den kann uns auch keiner nehmen. Keine andere Person kann uns diesen Wert absprechen. Und das wusste eben auch die Clara. Und ihr konnte es daher total egal sein, ob die anderen sie jetzt für besonders halten oder nicht, weil sie nicht von denen ihren Wert hat bestimmen lassen, sondern von Gott, der sie geschaffen hat und von dem sie weiß, dass seine Werke wunderbar sind. Und deswegen dürfen auch wir das für uns annehmen. Du bist für Gott wertvoll. Und er hat das über dich ausgesprochen und das auch noch, bevor du irgendetwas geleistet hast, um da irgendwie herauszustechen. Gott, der alles erschaffen hat, der so viele tolle Dinge und Menschen gemacht hat, ja, er hat dich geschaffen und hat dich super genial und wertvoll gemacht. Und er möchte dir tatsächlich sogar noch mehr zusprechen, denn dabei bleibt es nicht. Denn niemand sieht dich so wie Gott. Er kennt dich noch viel besser, als du dich selbst kennst. Und er hat Pläne mit dir. Und ich möchte noch kurz auf 3 Pläne eingehen, die Gott für jeden Menschen hat. Ein Plan ist, dass wir sein Kind werden. In der Bibel heißt es, im Galaterbrief, Kapitel 3 und 4, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann werden wir auch Kinder Gottes. Wir dürfen in seine Familie kommen. Und das heißt, er wünscht sich, dass wir Teil seiner Familie werden. Und dann Galater 4, wenn du aber ein Sohn oder eine Tochter bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Gott möchte unser Vater sein. Ein Vater, der für uns sorgt und der unser Bestes im Sinn hat, bei dem wir geborgen sind. Und er möchte uns ein Erbe geben, das heißt, er möchte uns sogar Anteil geben von dem, was ihm gehört. Und daran sehen wir, dass er es wirklich gut mit uns meint, dass er ein guter Vater ist und der uns eben auch noch besser kennt als wir uns selbst und dem wir deswegen vertrauen dürfen und von dem wir lernen dürfen. Denn sein zweiter Plan sozusagen, den ich heute mit uns anschauen möchte, ist, dass wir seinem Weg vertrauen. David schreibt nämlich am Ende dieses Liedes noch Folgendes. Ab Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Weil du für Gott wertvoll bist und weil er sagt, hey, ich möchte, dass du Teil meiner Familie bist, ich möchte dein Vater sein, siehst du, er will das Beste für dich und er hat Pläne mit dir und du darfst seinen Plänen vertrauen. Du darfst von ihm lernen. Und du darfst wirklich auch diesen Weg, den er für jeden einzelnen Menschen vorbereitet, auch vertrauen. Du darfst dem gehen, weil du merkst, okay, er hat wirklich das Beste für mich im Sinn. Und seinen Weg, was Gottes Weg letztendlich ist, den sehen wir durch seinen Heiligen Geist. Durch seinen Heiligen Geist spricht er uns diesen Weg zu und aber auch vor allem durch sein Wort, die Bibel. Also darin sehen wir die Anweisungen, wo und wie dieser Weg von Gott aussieht, was er für uns als Menschen gedacht hat, was sein guter Plan für uns ist. Und weil er eben sagt, hey, ich möchte, dass ihr meine Kinder werdet als allererstes und dass ihr bei mir geborgen seid, dass ich zu jeder Zeit bei euch bin, dürfen wir darauf vertrauen, dass all das, was sonst noch seinen Plänen entspricht, gut für uns ist. Und das Geniale auch an Gott ist, dass er eben Gott ist. Weil wenn wir uns nämlich sagen, okay, ich möchte aber nur auf mich schauen und ich möchte nur, ne, ich weiß doch selbst, was für mich am besten ist, dann kommen wir aber in das Problem, dass, wenn das jeder machen würde, wir irgendwann zu einem Punkt kommen würden, wo aufgrund meines eigenen Egoismus ich einer anderen Person schaden würde, weil ich ja nur an mich denke und an mein Bestes. Aber Gott, er ist eben nochmal drüber und deswegen ist sein letzter Plan, den ich mit uns anschauen möchte, dass wir mit seinen Gaben, die er uns gegeben hat, dass wir einander dienen. Denn Gott möchte, dass wir nicht nur unser Leben für uns selbst leben, sondern dass wir eben auch den anderen im Blick haben. Er hat einen Plan mit uns allen. Er möchte uns alle in seinen Plan mit einbeziehen, dass wir füreinander da sind und dass wir den Wert, den er in uns hineingelegt hat, dass wir den auch in dem anderen, in unserem Gegenüber wahrnehmen.
Hey, dreh dich doch einfach mal zu deinem Nachbarn und sag ihm doch einfach mal, hey, du bist für Gott wertvoll. Ey, das ist so gut zu wissen. Das ist so gut zu wissen und das ist wirklich etwas, was wir immer wieder lernen dürfen. Denn man geht manchmal durch diese Welt, ne, und man streitet sich oder man ist nicht so begeistert voneinander. Aber Gott, er sieht auch in deinem Gegenüber einen Wert und er sieht ihn wunderbar an. Und deswegen darfst du das auch immer wieder erkennen in der anderen Person. Und du darfst durch deine Gaben und deine Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, darfst du diesen Menschen dienen, darfst du ihnen helfen. Gott kennt jeden Menschen und er sieht uns alle als wertvoll an. Und wenn wir ihm vertrauen und uns von ihm leiten lassen, dann können wir zum einen immer wieder diesen Wert in uns neu entdecken, den er uns geben möchte. Und aber auch den Wert, den ein anderen sieht. Und einander dienen, füreinander da sein und gemeinsam seinen Weg gehen. Denn er hat uns alle wertvoll gemacht. Und das ist etwas, was wir echt nicht vergessen sollten. Wir wollen jetzt als Antwort sozusagen ein Lied gemeinsam singen, wo wir nochmal uns bewusst werden, welche Identität Gott uns zugesprochen hat und welche er uns noch zusprechen möchte, wenn wir an ihn glauben. Denn er möchte uns noch viel mehr geben, als das, was er uns jetzt schon allein dazu zuspricht, dass wir wertvoll sind. Er hat noch so viel mehr für uns. Amen.